In den folgenden 5 Minuten geht es um den israelischen Unabhängigkeitskrieg, der auch als Palästinakrieg bekannt ist. Dieser wurde von 1947 bis 1949 ausgetragen und fand in Israel statt, was zuvor ein Teil des britischen Mandatsgebiets Palästinas war. Der Beginn ist in der Verabschiedung des UN-Teilungsplanes für Palästina zu sehen, aus dem dann ein Bürgerkrieg hervorging. Der Krieg endete mit Waffenstillstandsvereinbarungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. Zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges hatten nahezu alle arabischen Staaten Ambitionen, ihr Territorium und ihre Macht, ihr Einflussgebiet auszudehnen. Der Völkerbund und dann die UN hatten aber die Absicht, in Palästina einen jüdischen Staat zu gründen, und es fand eine jüdische Einwanderung in das zuvor mehrheitlich arabisch bewohnte britische Mandatsgebiet statt. Es war abzusehen, dass sich die britische Mandatsmacht zurückziehen wird und der Staat Israel gegründet werden wird. Beides geschah auch während des Krieges. Nun, eben schon erwähnt, am 29. November 1947 wurde der UN-Teilungsplan verabschiedet, der vorsah, einen jüdischen und einen arabischen Staat in Palästina zu haben. Dieser Plan wurde von der Jewish Agency angenommen, von der Arabischen Liga allerdings abgelehnt. Daraufhin kam es zum Bürgerkrieg, in dem jüdische Organisationen, vor allem die Haganah, gegen arabische Organisationen kämpften. Bis zum März 1948 wurde die Haganah ausgerüstet, vor allem mit Waffen aus dem Ostblock, aus der Tschechoslowakei und der Sowjetunion. Und mit diesen Waffen war die Haganah in der Lage, dann Krieg zu führen und konnte erfolgreiche Kampagnen vor allem gegen Haifa und in Richtung Jerusalem durchführen. Und aufgrund des Todes des palästinensischen Befehlshabers und der israelischen Erfolge löste sich die palästinensische Armee mehr oder weniger auf. Am 9. April kam es zur Erstürmung oder zum Massaker von Deir Yassin, bei der sehr viele Palästinenser ihr Leben verloren. Und dies hatte zur Folge, dass bis zu 300.000 Palästinenser das Land verließen. Der 14. Mai ist ein 48, ist ein Einschnitt, da zu diesem Datum die britische Mandatsmacht endete und Israel seine Unabhängigkeit erklärte. Mit den Briten heraus aus Palästina und dem israelischen Staat konnten die arabischen Staaten nun angreifen, was Syrien im Norden tat und Ägypten im Süden. Die Iraker rückten in Zentral-Israel ein und jordanische Streitkräfte konnten Jerusalem umzingeln. Jedoch war es der israelischen Armee möglich, die legendäre Burma Road zu bauen und somit Jerusalem durch unwegsames Gelände über die gesamte Dauer des Krieges mit Waffen und mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Da die Kriegsparteien erschöpft waren, kam es zu einer Waffenruhe, in der nachgerüstet wurde. Und darauf begann der Krieg der 10 Tage. Israel erobert Nazareth, erobert den Flughafen von Tel Aviv und sieht sich in Abnutzungsschlachten gegen ägyptische und jordanische Streitkräfte. Es kommt wieder zu einer Waffenruhe, in der nachgerüstet wird, und dann beginnt die Phase der israelischen Offensiven. Israel kann Galiläa erobern, kann Ägypten aus israelischem Gebiet bis auf den Sinai zurückdrängen und eine Brigade in der Negev-Wüste einschließen. Den Abschluss, symbolischen Abschluss, bildet das Hissen der Tintenflagge in Eilat durch israelische Soldaten. Einer Flagge, aufgrund mangels einer Flagge, wurde diese aus Tinte auf weißem Tuch gemalt. Nun kam es zu Waffenstillstandsabkommen mit den Nachbarn und der israelische Unabhängigkeitskrieg war beendet. Israel konnte sein Gebiet konsolidieren und etwas im Vergleich zum UN-Teilungsplan ausweiten. Wie gesagt, Israel ist als Staat gefestigt. Humanitäre Folgen waren in Teilen katastrophal. Über 700.000 Palästinenser fliehen. Juden werden vertrieben oder müssen Pogrome erleiden in den arabischen Staaten. Die arabischen Regierungen sind destabilisiert und fallen alle mit Ausnahme Jordaniens und Saudi-Arabiens.
Zusätzlich setzt dann in den arabischen Ländern eine stärkere Militarisierung und eine größere Intoleranz ein. Und natürlich ist der Unabhängigkeitskrieg der Beginn von weiteren Kriegen, von weiteren israelisch-arabischen Konflikten. Das war der israelische Unabhängigkeitskrieg in 5.